Liebe Fische, herzlich willkommen. Mein Name ist Emmanuel von Zehnstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin und das ist die allgemeine Prognose für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. des Monats hast du Merkur in Konjunktion zu Pluto in Steinbock. An diesen Tagen dürftest du ein tiefes Gespräch mit einem Menschen führen und ihm alles sagen, was dich stört und psychisch belastet. Du wirst deine Wünsche nach Veränderung in die Wirklichkeit umsetzen können. Dafür musst du bestimmte Einzelheiten mit anderen Menschen tiefgründig klären. Das Eingehen einer Vereinbarung in Verbindung mit dem Thema Geld und Beruf ist möglich. Am 6. des Monats tritt Mars in Stier ein. Bis 3. März wirst du dich bemühen, deine Finanzen zu stabilisieren. Falls zutreffend, wirst du Alternativen finden müssen, um eine Auszahlung zu tätigen. Konflikt mit einem Geschwister, Nachbar oder Kollege ist möglich. Der Kontakt zur Natur wird dir helfen, dich etwas zu beruhigen. Am 6. des Monats tritt Merkur in Wassermann ein. Bis 15. März, meine liebe Fische, solltest du in den Bereichen der Familie und Partnerschaft die Dinge sein lassen, anstatt dich selbst und auch andere unter Druck zu setzen. Eine positive Haltung angesichts der Herausforderungen wird dir helfen, Nervosität und psychische Anspannung zu meiden. Wir haben dann am 9. Merkur Quadrat Mars. Bis 15. Januar wirst du dich um eine wichtige Angelegenheit kümmern müssen. Diese stellt eine Herausforderung für dich dar, aber du hast gute Chancen, diese erfolgreich zu meistern und zu regeln. Wichtig ist es, dass du dich nicht von Emotionen und alten Gedankenmustern beherrschen lässt. Am 10. und bis zum 11. des Monats bilden Merkur und Saturn zusammen mit Jupiter eine Konjunktion im Wassermann. Ein Gefühl der Frustration kann bei dir ausgelöst werden, wenn sich vieles in deinem Alltag unerwartet verändert. Eine technische Umstellung oder Änderung, eine Vorgehensweise kann im Alltag eintreten und diese solltest du geduldig angehen. Am 12. bilden Merkur und Uranus eine Quadratur. Ein Mensch oder Situation kann bis zum Monatsende besonders belästigend sein und dich beunruhigen. Am 13. bilden Mars und Saturn einen Quadrat. Bis Anfang Februar solltest du berufliche und finanzielle Angelegenheiten regeln und diese können etwas herausfordernd sein. Wahrscheinlich fühlst du dich von etwas oder jemandem eingeschränkt. Wir haben dann am 13. einen neuen Mond in Steinbock. Bis Monatsende solltest du neue Kontakte knüpfen, die dir behilflich sein können. Eine neue Verdienstalternative wirst du innerhalb einer großen Firma oder Netzwerk finden. Falls zutreffend, sollte man neue Wege im Ausland oder in einem weit entfernten Ort suchen. Am 14. haben wir auch Venus, Trigon, Uranus. Flirten im Internet ist mit dieser Konstellation bis 16. Januar begünstigt. Auch am 14. haben wir Uranus direkt laufend in Stier. Bis August 2021 möchtest du eine große Veränderung in deinem Leben durchführen, die eine räumliche Umsiedlung beinhalten kann. Gesundheitlich betrachtet könnte man Probleme mit dem Atemwege, Schulter und Beinen haben. Zwischen 15. und 17. des Monats haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Du wirst angesichts der Umstände dir neue Wege suchen, um deine Vorstellungen zu verwirklichen, meine liebe Fische. Zwischen 18. und 20. Januar bilden Mars und Uranus eine Konjunktion in Stier. Fühle dich nicht gezwungen, einen bestimmten Standard zu erreichen. Du weißt am besten,
was für dich selbst richtig ist. Zwischen 21. und 24. haben wir Sonne-Saturn-Konjunktion im Wassermann. Deine Gesundheit oder die Gesundheit eines geliebten Menschen kann gefährdet sein. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne-Quadrat-Uranus. Es ist möglich, meine liebe Fische, dass du viel zu lernen, zu schreiben oder zu erledigen hast an diesen Tagen. Am 28. haben wir einen Vollmond in Löwe. Es wird dir bewusst, welche Gewohnheiten du entwickeln solltest, damit du ein bestes Gefühl von dir selbst hast und dich nicht vom Frust, Traurigkeit oder Schuldgefühlen beherrschen lässt. Am 29. haben wir Sonne-Konjunktion Jupiter im Wassermann. Themen wie zum Beispiel Heilung und Medizin können in den Vordergrund treten. Büroarbeit, Lernen oder Arbeit hinter den Kulissen ist begünstigt. Und dann am 30. läuft Merkur rückläufig in Wassermann. Bis Anfang März kann sich eine Sache verzögern. Dinge, die hängen geblieben sind, werden nun schrittweise geregelt. Gegebenenfalls muss eine Sache korrigiert oder ergänzt werden. Meine liebe Fische, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Falls du eine individuelle Prognose bzw. Einschätzung deines Horoskops brauchst, bin ich immer da und du kannst eine Beratung buchen. Ich wünsche dir einen guten Start in das Jahr 2021. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.